Hallo meine Lieben, heute machen wir einen Sauerteig. Ja, also wir beginnen heute einmal mit dem Anstellgut für einen Sauerteig. Draufgekommen bin ich auf das, dass wir das jetzt einmal machen können, weil ich gerade als Ghostwriter ein Sauerteig-Kochbuch schreibe. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich kann man da einmal ein Video auch machen dafür. Da habe ich jetzt einmal 100 Gramm Roggenmehl. Das ist halt da der Schmoren, das da reinkriegen. Wo ist denn der? Trichter war halt super gewesen. Aber nein, jetzt bin ich fast fertig, schätze ich. So. Bisschen gepatzt haben, aber es waren eh angemessen, glaube ich, 104 Gramm. Und außerdem ist es nicht so tragisch, weil wenn ihr jetzt noch keine Waage habt, dann könnt ihr eine Handvoll Mehl annehmen. Aber am gescheitern ist eben immer das Roggenmehl. Ihr könnt aber auch jedes andere Mehl nehmen. Also ob es ein Weizenmehl, ein Gerstenmehl, Hafermehl, alles geht. Da braucht man eben 100 Gramm oder eben so eine gute Handvoll. Und dieselbe Menge, also 100 Milliliter, lauwarmem Wasser und das tun wir da in ein Geschirr rein. Es muss unbedingt ein sauberes Geschirr sein und ihr braucht ja noch einen Plastiklöffel oder einen Holzkochlöffel. Und mit dem rührt das einfach zusammen. Das muss so ein richtiger Batz werden, so ein bisschen wie ein Pfannkuchenteig, sage ich immer, so ein, oder ein Waffelteig. Das ist dann schon alles. Das wird jetzt das Anstellgut für unseren Sauerteig. Das dauert jetzt in etwa, ja, vielleicht 5 Tage. Der muss jetzt alle 12 Stunden einmal ordentlich durchgeschlagen werden und dann einmal am Tag gefüttert mit genau demselben, was wir jetzt auch hergeben haben. Also mit einer Handvoll Mehl und einem lauwarmen Wasser. Sonst nichts. Also da kommt kein Zucker rein, kein gar nichts. Das wird ein ganz normaler, stinknormaler Sauerteig, mit dem man Brot, Brötchen, aber auch süße Sachen machen kann. Man kann mit dem auch genauso Ciabatta oder Panettone machen. Muffins, irgendwelche Napfkuchen, ein gutes Bauernbrot, Vollkornbrot. Was auch immer. Baguette. So. Und fahrt aber ja nie mit einem Metalllöffel rein. Sondern immer nur mit einem Plastik- oder einem Holzlöffel. So. Das ist schon die ganze Hexerei. Also alle 12 Stunden einmal so kräftig durchschlagen. Einmal am Tag für die nächsten 4-5 Tage mit Mehl und der gleichen Menge lauwarmem Wasser füttern und die restliche Zeit einfach in Ruhe stehen lassen. Mit einem sauberen Tuch zudeckt. So, und das ist schon alles. Das ist die ganze Hexerei. Und nach 4-5 Tagen ist er dann fertig vergoren. Er riecht dann total sauer. Zwischendurch kann es auch mal sein, dass er richtig wie ein Speiwalatz riecht. Aber das ist normalerweise die Essigsäuren und die Milchsäuren, die Bakterien, Pilzen und Hefen bilden. Also da tat sich nichts denken, außer wenn er schimmelig wird, also wenn richtig ein Bart drauf wächst, wenn er schwarz wird, rot, grün oder blau, dann wird er weggeschmissen. Aber wenn er einfach nur sauer riecht, ein bisschen wie ein Speiwalatz riecht oder wie ein Aceton, dann ist alles fein. Dann ist alles in Ordnung mit dem Sauerteig. Okay, der kommt jetzt an einen warmen Platz und da lässt man dann in Ruhe stehen. In 12 Stunden tue ich ihn wieder durchschlagen und morgen füttert ihn wieder und wenn er dann fertig ist, dann zeige ich euch, wie man damit irgendwas Gutes macht. Lass mir schon irgendwas einfallen, vielleicht machen wir ein Panettone oder ein Baguette oder was auch immer, wir werden sehen. Okay, dann tschüss, pfiat euch und viel Spaß!